Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie schon in der letzten Folge gesagt, liebe Freunde, das hier sind kleine Offline-Folgen, nur exklusiv für YouTube, wo wir ein bisschen zusammenfahren, um genug Geld nachher auf einen Schlag auszugeben. Da freue ich mich drauf. Okay, Raketen rein. Einfach fahren, umnatzen. Krieg ich hin. Mal schauen, wie sie die Strecke umgebaut hat mit Caprino. Boah, ist aber auch geil. Schön mit Lachgas. Ja, Scheiße. Ist doch von meiner Strecke. Wow, ho, ho, ich hab vergessen, dass der Caprino ja. Richtig hart in den Kurven reingeht. Kill it, baby! Woohoo. Bisschen Turbo nachdrücken. Und hier werde ich einschlagen müssen. Ja, okay. Der Caprino war einfach viel, viel mehr mit Handbremse. Gerade die steilen Kurven. Leute, gib mir doch einfach mal ein bisschen Nitro, ein bisschen Muni und dann können wir. Also, da kommt die Raketen nicht drum rum. Ja, nö, ist klar. Du schießt den Ast, denn hinter mir keiner weg. Ich meine, ich bin geladen mit Munition, ne? Baby, mich holst du nicht mehr. So sieht's aus. So sieht es aus. Mal, reißen wir doch hier alles runter, ey. Frag mich immer noch, was das für ein Gerät ist, was der vom Bauch da hängt. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sieh nach, was für Rennen zur Auswahl. Ich frage mich, ob ich immer wieder neue Rennscheine kriege, wenn ich mehr Rennen mache. Mord und Chaos klingt erstmal gut. Zeitfahrt. Viel Erfolg. Okay, mit dem Buggy. Ich glaube, die Strecke kenne ich noch nicht. Oder ich bin da, glaube ich, noch nie lang gefahren. Doch, da bin ich schon lang gefahren. Alles klar. Ach, guck mal, sogar mit Publikum sehe ich gerade zum ersten Mal. Kit. Okay, andere Strecken gerade, hier durchboosten. Und jetzt wieder dasselbe Spiel von oben, ne? Hier ein bisschen Boost aufgesammelt. Und durchdrücken. Jawohl. Wir wollen nicht boosten. Wenn auch nur minimal. Holen wir auf, indem wir den Boost hier noch mitnehmen. Ja, das sollten wir locker schaffen, ey. Komm, wir sind richtig gut in der Zeit. Boost 1. Wow, Boost 2. Ich glaube, dass diese Bremse wahrscheinlich mit Boost das effizienteste ist, aber. Oh, geil, hier liegt der Standard-Sieger. Drück durch, Junge! 20 Sekunden! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, aber drin. Das ist schön. 2 Minuten vorfahren. 10 Sekunden vorher, ich finde, das ist okay. Dafür, dass ich eigentlich so schlecht fahre, kann man das mal machen. Ach, zumindest habe ich dann nachher die ganzen Rennen weg. Kann mir meine Autos pimpen und bin draußen. Kein Opfer mehr.
Ja, Gun Barrel ist super. Okay, noch ein Raketenrennen. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Mein Raketenrennen, weißt du? Ein Rennen mit Raketen. Und er sagt, fahr vorsichtig. Mhm. Caprino, härter in der Kurve. Das Schöne ist, hier kann ich zumindest fahrtechnisch ein bisschen was rausholen. Ich dass wir die Strecke mittlerweile sehr gut kennen. Sollte das weniger jetzt das Problem sein. Ah, es ist aber auch schon wieder nah, ey. Okay, da muss aber die Kurve auch eng nehmen. Der bremst auch vorher ab. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Sucker! Ach guck mal, er fährt auch außen rum, ne? Er bremst gerade nicht ab. Nimmt die längere Strecke. Ich bremse ab und nehme die kurze. Booste direkt raus. Ich glaube, das ist auch die klügste Entscheidung. Und damit haben wir wieder gewonnen! Jebel! Kriegen wir alles hin. Bürger von Wayspring, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Ach, ein bisschen, ne? Ein wenig. Nein. Ich hab gehört, ich soll das wohl ganz gut können. Viel Erfolg! Machen wir das doch mal. Bescheuert. Ist nicht die Kamera richtig? Scheiße, auf Karte ist sowieso nicht zu sehen, ne? Oh Gott, 50 Punkte. Ja, okay, das ist lästig, aber... Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Abballern, Punkte sammeln. Fuck you. Ich hab die Punkte nicht bekommen, ne? Das ist doch geil. Die werde ich nicht mehr kriegen. Glaube ich nicht. Komm her, Zacka. Alter, was hältst du denn aus, ey? Ja, hol dir die Punkte. Papa holt sich die hier unten. Papa weiß jetzt mittlerweile, wo die Punkte sind. Siehst du? Einsam an der Spitze thronte er. Oh, da hat sich wieder einer vorgeschummelt. Na, Kleiner? Ich glaube nicht, dass da einer noch vor mir ist. Fuck it. Da habe ich auch genau ins Auge. Des... Ah ja, holt ihr euch da oben. Okay. Begrüß mir hier hinten die Punkte. Siehst du? Als erster 50 Punkte. Sie! Wenn man weiß wie mittlerweile. Die spawnt halt immer die ganze Zeit, wenn man sie holt, im Kreis. Es gibt keinen nach vorne oder hinten. Blödsinn. Umballern, Punkte sammeln. Lust, einen Blick auf den Rennplan zu werfen? Klar. Ich glaube, wir hatten noch zwei Raketenrennen, ne? Drei.
Porsche's Land. Das klingt doch. Klingt doch annehmbar, finde ich. Annehmbar. So. Ich glaube, wieder Punkte, ne? Ja, nee, Hauptsache auf mich. Ist okay. Muss ich gleich mal hart einschlagen. Jungs, ihr seht ja natürlich extrem geil. Nee, hier muss ich nicht. Auf zwei Rädern. Fuck it. Ist es Zeit? Unten? Erster? Letzter? Runde 2. Ah, einfach nur fahren. Alles klar. Oh, mal schauen, ob ich den um die Kurve gelenkt kriege. Ein Traum. Das war richtig gut, weil ich nicht geboostet habe, ne? Ich bin selber gerade erstaunt. Dafür war der, glaube ich, miserabel, aber okay. Dafür sind die anderen einfach so weit abgeschlagen, dass ich mir in Ruhe die Eier kaufen kann. Hier. Da schicke ich sogar eine Ladung Salbe freiwillig nach vorne, so langsam wie die. Boosted, Baby! Anschlagen, Gas. Oh! Ich sag doch, wir haben es so langsam raus. Sehr nice. Anschlagen und raus. Nachboosten und gib ihm. Der war schon besser. Aber guckt euch diesen meilenweiten Abstand an, weißt du? Da kann ich jetzt gemütlich reinrollen. Hier. Ach ja. Es ist einsam da vorne an der Spitze. Einsam, sag ich euch. Ich glaube, 2-3 Rennen haben wir noch. Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Klar. Der Canyon. Oh, 50 Punkte? Okay, das Spielchen kennen wir. Ich glaube, das ist der Canyon auch von eben gerade, ne? Oh, der Canyon. Ist dich, ich hab keine Zeit. Ah, Waffen sind deaktiviert, das ist mir relativ egal. Ich glaube, die ist trotzdem, ne? Ja. Jetzt drehen die nämlich alle um. Muss ich zusehen, dass ich die wegballer. Ich musste mal gerade Munition aufsammeln. Okay, den Hit nehme ich. Ich muss gleich nur den creepy old Sack da einmal einsumpfen. Muss ich fahrtechnisch auch noch einen Rund im Boden fahren?
Siehst du? So, mach mal Punkte, aber ich bin leider nur noch Platz. Immer noch Platz 1, so rum, aber. Hm. Brauch sowieso Muni. Da passt mir das gerade ganz gut. Ich werde auch gleich nicht da reinfahren, sondern lass jemanden den Punkt holen. Genau das werde ich jetzt machen. No, no. Nein! Ich brauche die Punkte, Junge. 49. Der war scharf dran. Der war scharf dran. Bürger von Wayspring, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Komm. Es ist mir eine Freude. Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? Ja, ein wenig. Ich habe noch so 240 und ich habe eigentlich vor, hier das da auch noch zu holen. Jetzt zeige ich das Ziel, in dem du Rallye-Punkte heute erst 50 Punkte. Okay, das letzte Rennen mit Caprino. Nochmal alles abballern, was nicht hintereinander vergisst. Wahrscheinlich dieselbe Strecke von eben gerade, gehe ich von aus. Mit meinem Caprino. Okay. First. First, first, gets first. Oh, das sind aber die ersten Punkte. So, dann lassen wir die kleinen Schweinchen erstmal schön nah rankommen. Das muss man nämlich jetzt planen, dass ich hier erstmal schön aufholen kann. Zuerst prügelt ihr euch da oben. Ich fahre hier unten meinen Weg. Ich bin voll aufmunitioniert. Noch was next. Deine. Junge, hier. Du bist auch noch Flying Target. Hit it! Oh, die Einschüsse habe ich nicht gesehen. Sehr schön. Ich musste eigentlich nur den vor mir erwischen. Weil ich ja jetzt wusste, dass hinten einer spawnt und dann wieder einer nach vorne geht. Und ich musste nur in der Nähe sein. Reichte. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Reichte, mein Baby? Möchtest du ein paar Rennscheine gewinnen? War das jetzt die letzte? Ja, ich würde sagen, ne? Von dieser Handelsroute werden wir alle. Hab's drauf. Was kann ich denn endlich mit meinen 250 gefunden? Teile alle kaufen. Okay, pass mal auf. Hier sind lustige Sachen. Ja, da kann man ein paar Punkte mitmachen. Ich meine, hier, guck mal. Guck mal, kriegt man gleich das Richtige raus. Da können wir fürs nächste Mal noch was machen. Ich weiß, dass wir hier noch eine Fahr-, also eine Kuriermission haben.
Ne, machen wir doch gerade auch noch mit. Weil wir haben auch noch 8 Minuten. Und Geld stinkt jetzt auch nicht. Willst du Kohle machen? Klar. Hau rein. Viel Erfolg. Denk dran, Zeit ist Geld. Ich weiß. Ich find's immer noch so lustig, dass er eine Briefmarke an der Birne hat, ne? Ja, Briefmarke an der Birne. Okay. Boah, 6. Nein, ich habe 6-mal Shift gedrückt und mein... Okay, er hat erstmal den Sidestep überhaupt nicht. Also der hat er erstmal gerade überhaupt nicht genommen. Easy. Na guck mal, wenn das nicht schick war, dann weiß ich auch nicht was. Zeit. So Fließkästen anliefern. Tipp, Digga, Alter. Hab keine Zeit. Fließkästen abliefern. Ich hab nur noch 2 Minuten noch was. Und 6 Stück ist jetzt nicht gerade wenig. Oh, das war ein Buggy. Nicht der Caprinus, der Buggy. Alter, 6 Stück, ne? Das ist schon ein bisschen insane. Okay, ich schlage ein. Das mache ich gut in 180 Turn. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es richtig gut. 2-mal perfekten 180 Turn hingeliefert. Ich hätte schon so gefreut, dass ich einen Caprino habe, dabei habe ich wieder den Buggy. Wobei der kurventechnisch echt Bombe ist, aber. Aufrichten, aufrichten. Ja, den Rest leider nicht so. Ihr seht das, Bodenhaftung ist so. Nicht wirklich given. Friede, ich habe keine Zeit. Ernsthaft? Ich muss hier unten drunter vorbei? Ey, wenn ich jetzt an der scheiß Stoßstange scheitere, ne? Okay. Auch hier. War nicht ganz so schön, aber es war akzeptabel. Okay, eine Minute. Oben die Strecke. Bitte lass mich sowas wie Boost oder sowas da haben, denn das ist richtig hart gerade. Da oben das Drecksding, ne? Vier und 30 Sekunden. Okay, da vorne ist schon 5 zu sehen. Mitten am Arsch des Berges. Acht, 7, 6, 5, 4, 3. So knapp, ne? So knapp. Mir haben nur ein paar wenige Sekunden gefehlt. Ich brauche härteren Boost. Wahrscheinlich der versammelte Start und einmal das hängen geblieben. Aber wir wissen jetzt, was wir machen. Warum ich jetzt hier noch nicht drücke? Ganz einfach, weil ich es hier brauche. Wir wissen jetzt, dass wir hier lang müssen. Und das hat uns schon mal relativ viel Zeit gespart. Und die kann ich auch vernünftig durchdrücken. Ist echt keine Zeit. Lass mir doch keine 2-mal sagen, ey.
Ah, ich muss ja erst hier oben hin, ne? Und auf der Rückreise dann hinten lang. Ah, ein paar Sekunden verloren. Okay, kann passieren. Ich habe gedacht, wir mussten erst links. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier in die alten Absturzstellen rein mussten. Aber ich sag mal, diesmal kriegen wir es hin. Nachdem ich jetzt weiß, was mich ungefähr erwartet, sollte es nicht das Problem sein. Fast so gut wie beim ersten Mal. Leicht optimierungsbedürftig noch. Aber schon nice. Okay, hier fallen wir jetzt nicht hin, weil wir nicht rauspusten. Sondern genau wissen, dass hier eine scheiß Kurve kommt. Und jetzt lieber in der Kurve boosten. Genau. Jetzt wird hier gleich noch ein Sack irgendwo mir im Weg stehen. Zieh dich, Alte. So, diesmal bleiben wir auch nicht hängen. Auch wenn das eben gerade etwas unschön war, aber okay, shit happens. So, jetzt müssen wir da oben rauf. Und die Mucke so schön, wenn wir uns dann ja. So. Eine Minute gleich bei dem Ziel. Ich weiß gar nicht, was waren wir da vorne bei der Ziellinie? Waren wir auch schon auf einer Minute? Hälfte haben wir. Ich weiß, dass die jetzt alle sehr kurz beieinander sind. Außer der letzte, der war ja halbwegs scheiße. Baby, das war gut. Da können wir direkt nachturben. Ich glaube, diesmal kriegen wir es auf jeden Fall. Piste, keine Zeit für Kinkerlätzchen. Oh, das war nicht so gut. Dafür war die Wende umso besser. 24 Sekunden für den letzten Briefkasten. Und den sollten wir auf jeden Fall diesmal packen. Ja. Geld geregnet, meine Freunde. Geht doch. Bürger von Wayspring, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Na, Stanley? Es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen. Oh, wer nicht mal mit mir spricht. Dass wir ein Handelsabkommen mit der Stadt Alter Lump, abschließen konnten. Von dieser Handelsroute werden wir. Wir haben noch 50 Sekunden. Komm, gambeln wir einmal noch eine Runde. Kommt schon. Würfel. Viermal Totenkopf. Also geh mal cross, ja. Okay, ich brauche nochmal zwei. Ja, reicht, das ist gelohnt. Holen wir nochmal 100 raus. 500 Ocken. Komm, eine Runde geht noch. Noch ein. Zwei sind immer gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal. Nochmal zwei, dann bin ich gut dabei. Nice. Das hat sich gelohnt. Wirf sie. Das hat sich gelohnt. Wirf sie. Hier verschwinden immer wieder Leute. Die Regierung taucht auf, um jemanden zu befragen. Ich finde die Frauenmodelle eigentlich ganz nett hier im Game, ne? Weil die nicht so mager sind, sondern auch mal Oberschenkel haben und Arsch. Schon hübsch. Ja, Leute, ne? Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir, wie wir das Geld ausgeben. Und ja, Sly. Ciao.